Hola und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lego Worlds. Und ich feiere einfach diese Animation. Schaut euch das an. Warte, ich laufe die Kamera zu. Dieses süße kleine Ding. Ich liebe diese Ziege. Okay, schau, das ist noch eine Ziege. Ich gehe. Okay, komm, egal. Diese Folge machen wir jetzt mal wirklich was. Wir bauen jetzt mal wirklich was. Da ist mein geiler Adler. Hallo Adler. Ja, es geht. Es geht mein Projekt. Naja, mein erstes kleines Projekt ist diese Hütte. Die sieht ja, da ist übrigens das Mahnmal. Die sieht übrigens relativ langweilig aus. Ich habe da auch bisher, wie ich schon in der letzten Folge gesagt habe, nur die Bäume hier hingestellt, den Berg ein bisschen schöner gemacht und hier diese Zäune dahin gemacht und diesen Weg. Da ist übrigens auch ein Haus drauf. Schaut in die letzte Folge, dann wisst ihr, was da abgeht. Und jetzt, würde ich sagen, tun wir da einfach mal ein paar Upgrades dran machen. Wir bauen auch wirklich mal manuell. Also nicht jetzt einfach irgendwie, weiß ich nicht, ein Haus nehmen und das dran klatschen, sondern ich würde jetzt mal wirklich hier was bauen und schauen, wie das so funktioniert. Also mit einzelnen Steinchen. Die Kamera, ihr seht schon, das ist ein bisschen. Und ich würde sagen, das Haus braucht auf jeden Fall eine Veranda, die hier einmal, ich meine, schau mal, hier ist die Aussicht auf Vulkane, auf das Mahnmal und auf diese Canyon-Landschaft. Da haben wir übrigens geil ein Haus drauf, passt oder ein Turm. Da muss ein Turm drauf, egal. Machen wir später. Da muss auf jeden Fall hier einmal drumrum so eine Veranda. So, wie machen wir es jetzt? Ich zoome jetzt hier ran. Hab hier einen Klotz in der Hand. Was sind das hier für Klötze, die hier dran gebaut wurden? Das sind eigentlich andere, aber das dürfte eigentlich nicht auffallen. So, das ist das Braun. Ich sagte Braun. Okay, warte. Wie lösche ich das? So, alles klar. Ey, wo ist der Stein hin? Hier ist der Stein, okay. Braun, habe ich gesagt. Alles klar. Jetzt würde ich sagen, bauen wir einfach mal hier. Zack. Lol, Kamera, chill. Und dann hier. Pam. Ist natürlich alles. Ich meine, das würde in Lego ja niemals funktionieren, was ich hier mache. Denn ich glaube, ihren Gebäude sind schon so gemacht, dass man hier nachbauen kann. Ich bin mir nicht sicher, aber ich behaupte es einfach mal. Mein Gebäude. Warum ist hier ein Baum mitten im. Was ist das hier? Warum ist hier ein Baum? Das ist ein Problem. Egal. Das hier. Okay, mach das da. Es ist alles ein bisschen friemelig, muss ich gestehen. Ich weiß nicht ganz, wie man das Achse feststellen. Wie geht denn das? Achse feststellen? Okay, das heißt, ich check nicht ganz, was das bedeuten soll. Achse relativ. Ja, mach mal das. Okay, ich will. Nein, ich will den Stein da reinbauen. Mach das weg. Okay, nimm den Stein. Lego. Oh, jetzt. Okay, alles klar. Die arbeiten hier mit Logik. Okay, dann baue ich hier wieder einen dran. Alter. Okay, da. Bam, bam. Okay, es geht gerade. Das kann man bestimmt einfacher machen. Ich weiß gerade einfach nur nicht wie. Dann machen wir hier weiter. Alter. Das ist schon ein bisschen frickelig, muss ich sagen. Vor allem. Okay, so. So. Frickeliger als Maya ist es definitiv nicht. Dieses Programm, von dem ich mal geredet habe, dieses. Da fliege ich übrigens rum. Dieses 3D-Programm, mit dem ich letztens mal mein allererstes, ich bin richtig stolz drauf, mein allererstes 3D-Objekt gemacht habe. Da bin ich richtig, richtig stolz drauf. Und das ist übelst komplizierter. Da ist das hier doch deutlich angenehmer. Kann mir natürlich auch nicht so viel geilen Scheiß machen, aber wir kommen voran, Leute. Wir kommen voran. Schreibt mir in die Kommentare, was ich eigentlich noch so machen soll. Was könnte ich bauen? Was soll ich bauen? Was soll ich mit dem Spiel noch machen? Wir geben ein bisschen die Ideen aus. Weil, wie gesagt, das Bausystem ist wirklich. Scheiße, ich hab's verkackt. Das Bausystem ist wirklich sehr friemelig. Ist ein bisschen anstrengend auch. Okay, mach das so. So, also wir schaffen das. Wir schaffen die Veranda. Haben wir ein richtig geiles Haus hier. Ich frage mich gerade nur, wie viel Platz brauche ich denn zum Laufen? 3 Klötze bestimmt breit, ne? Also machen wir hier 3. Wir müssen ja auf jeden Fall die. Nein. So. Auf jeden Fall die Wand einreißen. Und zack. Lego. Was habt ihr eigentlich früher mit Lego gesammelt? Also bei mir war es definitiv. Schreibt es mir in die Kommentare, Leute. Wir brauchen Comments. Aber bei mir war es früher definitiv Bionicles. Ich glaube, ich hatte. Also, da wurden ja immer so Serien angekündigt. Hier Bionicle, bla bla bla. Und ich habe die immer, ich musste die immer haben. Und ich hatte auch, ich habe oben noch eine ganze Kiste voll mit den Dingern stehen. Die sind ziemlich, ziemlich geil.
Mittlerweile natürlich kann ich nichts mehr damit anfangen, aber ich verkaufe die auch nicht, weil irgendwie, das ist so ein Teil der Kindheit. Das kann man nicht einfach so verscherbeln. Ah, warte mal, passt das hier? Ne, ist glaube ich eins zu breit. Das passt. Wenn es denn dahin geht. Okay, jetzt. Das sieht doch ordentlich aus. Jetzt muss ich nur noch eine Reihe davon dran machen. Und da haben wir hier doch schon eine richtig geile Grundfläche. Und dann können wir da noch so eine schöne, einen schönen Zaun drumherum machen. Und da haben wir auch schon unser Ding. Ja, dann bei mir noch. Auf jeden Fall Bionicle war das Allergeilste. Ich bin auch einer, der die nie zerlegt hat. Also mein Cousin war da, da habe ich wirklich Anfälle bekommen. Der hat irgendwas bekommen, zusammengebaut. Am nächsten Tag war es komplett zerlegt. Das konnte ich nicht. Das wollte ich auch nicht. Das war einfach schlimm. So. Okay, lösch das. Das. Das Löschen geht aber ganz gut, muss ich sagen. Okay, das. All diese ganzen einzelnen Steinchen. Aber abgesehen von Bionicle auf jeden Fall Star Wars. Eigentlich Bionicle und Star Wars war, glaube ich, wirklich das, was ich am meisten gefeiert habe. Das waren, glaube ich, so die beiden, die ich am aller coolsten fand. Und an Lego City habe ich auch ein bisschen was gehabt. Nicht viel, aber ein bisschen was. Und ich glaube, das war es auch schon. Ich glaube, viel mehr. Was habe ich denn jetzt gemacht? Viel mehr habe ich da auch nicht gehabt von. Das hat ja unfassbar viel Geld gekostet. Ich habe mir letztens überlegt, kaufe ich mir mal irgendwie was von Lego Super Heroes oder so. So ein Batman wäre geil. Ey, die Dinger kosten ja, da kriegst du ja kein Set unter. Was habe ich jetzt schon wieder gemacht? Kein Set unter 30 Euro oder so. Das ist richtig, richtig viel Cash. Aber die sind halt auch geil. Die Spielzeuge sind richtig nice. Okay, wir kommen voran, Leute. Jetzt nur noch da eine Platte rein. Wo haben wir denn so eine Platte? Nicht die Platte. Alter, die sind alle riesig. So eine ganz normale. Okay, nur die da, nur ein kleiner. Die da vielleicht. Nein, die da. Aha, das ist gut. Jetzt macht das da. Und jetzt da und da. Ah, fuck. Schau mal, hier muss noch so eine kleine Lücke rein. Dann haben wir es schon geschafft. Da haben wir zumindest schon mal die Grundbasis für unsere extreme Villa schon mal gemacht. Wo ist denn das? Ich suche hier ein ganz bestimmtes Teil, das genau hier reinpasst. Aber ich finde es gerade nicht. Gibt's das nicht? Oh. Lego. So geht das aber nicht, Leute. Ein Teil, das es nicht gibt. Das ist ja wohl. Gibt's wirklich nicht. Das heißt, ich muss hier irgendwie einfach den da löschen. Dann einen Part reinsetzen, der einfach länger ist. Das heißt, einfach mal. Nee. Ach, lol, da sind die. Ups. Ich Idiot. Da. Ich fällt gerade auf, dass es eine andere Farbe ist, als sie sein sollte. Ich Idiot. Egal, das ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Zack. Zack. Okay, ich habe übrigens das Gefühl, dass wenn man das wirklich so bauen würde, dass es realistisch hält, weil die würden ja alle runterfallen hier, dass es dann ein, also wenn man wirklich so vorgeht, also weiß nicht, ich baue hier eine Grundfläche darauf, das und am Ende hält das Ganze, dass es dann noch einfacher ist zu bauen, kann das sein? Ich bin mir nicht sicher, aber ich vermute es einfach mal. So, wie haben die eigentlich diesen Zaun gebaut? Da habe ich jetzt gar nicht, die haben jetzt, ah hier sieht man das. So weiße, glatte Flächen. Nicht da reinzoomen. Weiße Gle- ist das. Das sieht aus, wären das diese Steine. Mit einem Weiß. Ist das hier? Das hier ist richtig weiß. Nein, das da. Okay, das sieht auch gut aus. Das heißt, wir gehen jetzt hier hin. Und ich scheiße erstmal auf den Zaun da hinten. Wir machen es einfach mal hier. Zack. Ich hoffe, das ist doch richtiges Weiß, oder? Ja, hier ist noch ein Weiß. Sieht es anders aus? Alter, zack. Ha. Sieht irgendwie fast genauso aus. Okay, wie viel Abstand haben die einmal gemacht? Ah, 4. Alles klar, machen wir auf 4 Abstand. Zack. Boah, es ist schon irgendwie schön. Das erinnert mich echt an meine Kindheit. Das ist echt ein schönes Gefühl. Okay, mach das da dran. Aber wie gesagt, schreibt mir Vorschläge in die Kommentare. Soll ich eine Burg bauen? Soll ich, weiß ich nicht, eine Bad-Höhle bauen, soll ich vielleicht tatsächlich was nachbauen. Also zum Beispiel irgendwas von Star Wars oder so. Da muss ich, das passt immer noch. Das wäre mal eine Herausforderung. Irgendwie Todesstern. Der müsste eigentlich recht easy gehen, aber irgendwie, keine Ahnung. So ein,
Oder irgendwas von Indiana Jones, einfach mal so ein Ding bauen. Das wäre ziemlich geil. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege, aber es wäre auf jeden Fall eine coole Idee. Jetzt passt das hier nicht ganz. Ich bin da echt pingelig. Das muss hier schön... Ich nehme jetzt einfach mal diese Steine hier. Dann mache ich die hier so. Bam, 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 bam. Es müsste 4 breit sein, aber okay. Ist jetzt auch egal. Zack, zack, zack. Zack, alles klar. Ey, das sieht doch schon mal richtig edel aus. Okay. Und dann brauchen wir diese dünnen, langen Teile. So, das da. Okay, alles klar. Warte. Bam, man muss einfach immer auf das Teil klicken, an das man das anschließen will. Ich hab's so ein bisschen raus langsam. Das ist echt so ein bisschen... Die haben versucht, das ein bisschen, dem echten Lego nachzuempfinden. Finde ich gar nicht verkehrt. Aber es ist doch sehr friemelig. Aber es geht. Es geht. Okay, das ist zu lang. Gibt es kein Mittelding? Das da. Scheiße. Das ist zu kurz. Und das ist zu lang. Wir haben ein Problem. Dann machen wir das hier mal so. Wir löschen das da. Bauen da stattdessen diesen kurzen hin. Dann den kurzen. Und dann den hier. Okay, funktioniert. Es ist richtig, also ich bin richtig stolz auf mich. Dann macht das dahin. Hier so ein richtig langes Teil. Also wenn man jetzt das Bild, wenn man jetzt nur meinen Ton hört, dann könnte man denken, ich rede über was ganz anderes. Okay, dann macht, komm mal das dahin. Bitte. Sehr schön. Sehr schön. Ja. Es ist sehr friemelig. Es ist... Nicht optimal, auf jeden Fall nicht. Ihr seht schon, bis ich das Ding mal treffe. Ist halt logisch, weil hier arbeitest du halt mit Perspektive. Vielleicht kann man das anders machen. Hab ich zwei gebaut? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das anders auch geht. Jetzt geht das hier schon wieder nicht auf. Fuck. Nimm das da. Und dann das da. Nein. Warum sind die immer eins zu lang oder eins zu kurz, ey? Das ist ja übelst nervig. Warte. Das... Ey. Oh, warte. Es gibt ja auch eins, ey. Ich Vollidiot. Ey, das sieht hier alles anders aus irgendwie. In diesen Mini-Bildern sieht das dicker aus als das. Okay. Also es geht auf jeden Fall einfacher, als ich das hier mache. Einfach hier so ein Einser rein. Und dann einfach drehen. Und nimm mal den hier. Okay, scheiß drauf. Nimm den da. Zack. Und ein Zweier. Pam. Pam. Pam, pam. Okay, wir müssen das natürlich gleich betreten. Und da haben wir hier... Oh, das sieht aber hier... Das müssen wir ein bisschen weitermachen. Der Baum hier, Alter. Okay, der wächst einfach hier rein. Ist kein Ding, ist kein Ding. Wir nehmen jetzt einfach das da. Pam, pam. Pam, pam. Dieser Tisch stört. Oh, shit, was habe ich jetzt abgebaut? Zoom da rein. Boah, der fliegt da mit seiner blöden Kanone mitten im Haus rum. Junge, du machst alles kaputt. Der Typ, der... Er fliegt einfach da rum. Oh shit. Okay, jetzt. Okay. So, jetzt nimm diesen Einser. Und mach den einfach mal hier so hin. Und jetzt haben wir es gleich geschafft. Jetzt gehen wir nochmal hier einfach. Eiskalt. Das sieht keiner. Das sieht keiner. Okay, jetzt mach das so. Pam. Pam. Nicht so. Meine Maus, die spinnt in letzter Zeit so krass. Okay, so. Und jetzt noch hier ein Dreier. Oh shit. Hab's verkackt. Ich hab das hier falsch gebaut. Boah, die Kamera. Das ist echt. Ihr seht schon, das ist ein bisschen. Okay, so. Aber ich habe diese Pfosten da falsch gebaut. Ich habe diese einen Pfosten da eins daneben gebaut. Warte, gib mir die mal. Weil der halt jetzt hier auch irgendwie im Haus rumglitscht und an dem wird irgendwie auch die Kamera angepasst. Das ist echt ein bisschen komisch gemacht. Weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Wie kann ich das denn hier am besten. Weil die Perspektive ändert sich halt von dem Typen, der da im Haus steckt. Das macht keinen Sinn. Ich will es jetzt hier dran bauen. Zack. Okay, komm, das passt so. Das ist doch schon mal nice. Ich finde, das ist ganz nice. Und jetzt gehe ich mal hier raus aus diesem Baumodus. Wo ist mein Typ? What the fuck? Wo bin ich hier? Okay. Da. Er steckt irgendwie in dem Haus fest. Er klettert an dem Haus. Okay, jetzt. Ah. Welch schöner Tag. Um meine Aussicht zu. Das ist doch echt geil.
Können wir aufs Dach. Und dann können wir da oben drauf. Das ist awesome. Alles klar, Leute. Ich würde sagen, das war's mal für die Folge. Ich weiß nicht, wie lange die jetzt gedauert hat. Wir haben eine Veranda gebaut. Immerhin in der falschen Farbe den Boden verlegt. Aber wir können die rein theoretisch einfach mal hier hingehen. Einfach mal ein bisschen Schönheitskorrektur zu machen. Können wir hingehen und es einfach anmalen. Wir können den Radius hier verändern. Ging das nochmal? Mit Q und E. Jetzt können wir einfach rangehen und das eiskalt einfärben. Bam. That easy. Zack. Zack. Ich färbe hier nichts anderes ein. Okay. Funktioniert ganz gut eigentlich. Okay, so. Nicht die Wand anmalen. Nicht das anmalen. Bam. Schau, jetzt backt der Typ da schon wieder rum. Und dann kann er die Kanone nicht abfeuern. Und dann funktioniert das alles nicht. Das ist irgendwie ein bisschen... Alles klar. Jetzt passt das auch farblich. Awesome. Schreibt mal eure Vorschläge in die Kommentare. Muss auch irgendwie machbar sein, Leute. Okay, mit Lego ist natürlich irgendwie alles machbar. Aber es muss auch irgendwie einfach sein. Oder, was heißt einfacher? Ich will was Geiles bauen. Das war's. Wir haben unsere Hütte ein bisschen gepimpt. Wir könnten ja eigentlich auch einen Zaun einfach bauen, aber... Ja, egal. Wir sehen uns vielleicht wieder. Kommt drauf an, vielleicht... Das ist jetzt, wie gesagt, so ein Random-Projekt. Wenn ich mal Bock habe, zocke ich's. Wenn ihr Bock habt, zocke ich's. Deswegen hilft das natürlich, wenn ich weiß, dass ihr es mögt. Also Thumbs up und Comment und Teilen. Und wir sehen uns in was? In Lego? Morgen? Übermorgen? Schalt einfach ein, abonnieren und... Oh Gott, wie viel Werbung mache ich jetzt? Peinlich. Ciao. Ciao.